Ja, hallo liebe Leute, ich bin's der Tuffi und ich möchte heute für euch ein Video aufnehmen, was sich um das Thema Kompression und Routing dreht. Also quasi, wie verkabel ich meine ganzen Geräte, die ich dann vielleicht habe, vom Mikrofon bis es in den PC geht. Wie mache ich das mit verschiedenen Komponenten und wie mache ich das vielleicht mal ein bisschen intelligenter als das, was man manchmal wo irgendwo sieht? Und warum mache ich das überhaupt? Und um diese Grundlagen erstmal zu machen, fangen wir mit ein bisschen Theorie an. Ihr seht, ich stehe hier schon wieder an meinem Whiteboard und wir malen ein bisschen. Wir haben hier eine XLR-Verdrahtung. Wir haben theoretisch hier auch eine XLR-Verdrahtung möglich, also zwischen den verschiedenen Gruppen. Wir können das allerdings auch mit einem normalen Mono-Klinkenkabel machen können, also eine asymmetrische Übertragung oder mit einem Stereo-Klinkenkabel, immer in 1/4 Zoll, also diese ganz normale 6,3 mm Klinke. Wieso man das wie verkabelt, da gehen wir später mal drauf ein. So, wir wollen hier erstmal nochmal die Reihe durchgehen. Wir haben hier den Vorverstärker, wir haben den Equalizer, wir haben ein Gate, ein Limiter, ein Kompressor oder jeweils einzelne Geräte. Wir haben vielleicht einen DSP, so einen digitalen Soundprozessor und wir haben ganz zum Schluss ein Interface, um das Ganze in den Computer zu kriegen. Eventuell ist das aber auch eine Soundkarte. Das könnt ihr halt auf verschiedene Arten machen. So sieht das nochmal in physischer Form aus. Also wir haben hier drei verschiedene Geräte, die diese Schritte 2 und 3 und 4 in einem erledigen können. Wie das verdrahtet ist, das habe ich auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Wir wollen heute über die Theorie sprechen, wie man, wie gesagt, einen Kompressor idealerweise einstellt, warum man diesen Equalizer braucht und warum man vielleicht einen Equalizer mit so vielen Knöpfchen oder so vielen Linearpotis, diesen Schieberkes hier, haben sollte oder warum vielleicht ein frei programmierbarer Equalizer noch besser ist als so etwas hier. Nun schauen wir uns das mal im Detail an. Wir haben hier in diesem oberen Gerät quasi schon die Funktionen Expander, Gate und Kompressor, beziehungsweise theoretisch sogar ein Limiter integriert. Und ich möchte euch das eben im Detail kurz vorstellen. Wir haben hier auf der ersten Seite zwei kleine Potis, also zwei Knobs, quasi, womit wir Folgendes einstellen können. Wir können hiermit die Regelschwelle, also Threshold heißt das ja, ne, auf Englisch, also quasi die Regelschwelle einstellen, unterhalb welchem Eingangspegel dieses Gate arbeitet. Das heißt, sobald meine Eingangspegel unter einen gewissen Wert sinken, wird alles, was leiser ist, um das Verhältnis 3 zu 1 komprimiert. Das heißt das. Wie das gleich im Detail aussieht, mache ich wieder mit euch am Whiteboard. Nach dem Gate setzt sich dann im Grunde der eigentliche Kompressor fort. Hier haben wir natürlich auch wieder eine Regelschwelle, also quasi ab dem Bereich, der Arbeitspunkt, so wie ich das mal nenne, wo der Kompressor greift, ab wo quasi die Kompression oder das Übertragungsverhältnis im LELA-Diagramm, ich zeige euch das gleich, sich ändert. Dann haben wir natürlich das Kompressionsverhältnis, Compression Ratio heißt das auch hier im Englischen, und daran schließt sich dann die Ein- und Ausschwingzeit, also quasi Attack and Release heißt es im Englischen, fort. Wofür das ist und warum das ganz entscheidend ist, möchte ich euch auch noch erklären. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Output-Gain-Regler, der ist auch wichtig, wenn man das Signal, was man dann komprimiert hat, ein bisschen mehr in den Vordergrund heben möchte, wie zum Beispiel eine Stimme über Musik oder über den Game-Sound. Ja, so sieht das aus. Jetzt gibt es hier noch ein paar Anzeigen und ein paar Knöpfchen. Das möchte ich vielleicht auch noch mal hinterher drauf eingehen, was das eigentlich ist, beziehungsweise das hat jetzt nicht jedes Gerät, aber ich möchte einen großen Aspekt hier schon mal darstellen. Und zwar, jetzt sagt ihr vielleicht, mein Mischpult hat aber auch einen Kompressor. Das ist bedingt auch richtig. Der ist vielleicht etwas anders aufgebaut. Da besteht der gesamte Kompressor nur aus einem kleinen Reglerchen hier, also aus einem Poti.
Und jetzt müssen wir nochmal uns nach links bewegen und nochmal das vergleichen. Also ich brauche im Grunde aber nicht einen Regler, um den Kompressor einzustellen, sondern ich brauche schon mindestens zwei Regler, die beiden hier, um das Kompressionsverhältnis einzustellen und quasi die Regelschwelle, also ab welchem Bereich es denn überhaupt anfangen soll zu komprimieren. Danach bräuchte ich zwei weitere Knöpfe, in diesem Fall die hier unten, um zu sagen, wie schnell und wie langsam soll denn der Kompressor arbeiten. Und als drittes brauche ich einen Gain-Regler, um das Ganze etwas zu pushen. Das hätte vielleicht das Mischpult auch, indem wir dann einfach den Channel-Gain dann etwas höher drehen. Aber ich denke, man sieht auf jeden Fall, das kann nicht das Gleiche und es wird sich auch nicht gleich anhören. Und ich sag mal so, so ein One-Knob-Kompressor ist, ich sage, es ist immer Spielerei, weil damit kann man halt nicht viel machen, weil man nicht weiß, was da passiert. Und das ist halt ein bisschen, naja, die haben es, ja, und das war es dann. Mehr ist aber nicht einstellbar. Also zumindest brauchen wir zwei Dinge, und zwar sind das die beiden hier. Wir brauchen zumindest eine Regelschwelle und wir brauchen ein Kompressionsverhältnis. Unter dem macht das nicht viel Sinn, einen Kompressor zu bauen. Das ist im Grunde jetzt der Equalizer. Den Equalizer, das ist in diesem Fall ein grafischer Equalizer. Grafischer Equalizer heißt einfach, dass er diese kleinen einzelnen Regler hat und ich quasi in jedem Frequenzgang, in jedem Frequenzbereich hier über so einen kleinen Schieber quasi eingreifen kann, was möchte ich hier mit dem Pegel in dem Bereich machen. Der normale Arbeitsbereich so eines Equalizers sind meistens 6 dB, also minus 6 dB bis plus 6 dB. Die Möglichkeit, dass man diese Range, diesen Regelbereich erweitert, ist hier auch gegeben. Ich könnte hier auf einen Knopf drücken und hätte dann quasi eine Verdoppelung des Bereiches auf 12 dB. Und wir wollen hier einfach durchgehen. Wir haben ganz am Anfang wieder, wie gesagt, eine Anpassung des Ausgangspegels, können wir darüber einstellen, ganz einfach aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt hier in diesen Bändern einzeln die Frequenzen alle sehr, sehr stark anhebe, dann muss ich natürlich darauf aufpassen, dass ich nicht übersteuere, sprich ins Clipping komme. Deswegen hat so ein, meistens, die guten haben alle hier eine Clipping-LED, das heißt, die läuft also quasi an. Sobald ich einen Pegel überschreite, der, ja, es hängt jetzt davon ab, wie das ausgesteuert ist, ob das jetzt mit minus 10 dBU oder plus 4 dBV eingestellt ist, wie das ist, muss ich euch auch nochmal erklären, aber das machen wir nicht in diesem Video. So sieht es dann im Grunde aus. Warum habe ich so einen Equalizer? Der Equalizer ist halt sehr, sehr, sehr vielseitig. Man kann damit sehr, sehr viel verschiedene Sachen machen. Und ich möchte euch einfach mal aufzählen, was so die typischen Sachen da jetzt machen sind, die man jetzt vielleicht als YouTube-Mensch oder als Livestreamer vielleicht damit verwenden möchte. Ich kann zum einen sagen, ich möchte damit den Klang meiner Stimme oder meines Mikrofones etwas manipulieren, um vielleicht Fehler und Schwächen, die das Mikrofon hat, auszugleichen. Oder um meiner Stimme etwas mehr Brillanz, etwas mehr Klarheit, Schärfe zu geben. Oder, da sieht man vielleicht mal hier, in den Mitten, also so um den Bereich 300 bis 400 Hertz, dieses, ich höre mich so verschnupft an, rauszunehmen. Ja, das ist ja relativ häufig, dass manche Stimmen sehr muffig, sehr, sehr verschnupft, sehr undeutlich, sehr komisch klingen, weil das Mikrofon diesen Bereich vielleicht schlecht aufnimmt oder überträgt. Das kann man damit machen. Das nächste, was man halt damit machen kann, ist, man kann versuchen, ein bisschen die S-Laute rauszunehmen, ja, also quasi diese Schärfe. Es gibt sehr Leute, die sehr hartes S sprechen, ja, und da braucht man quasi entweder ein extra Gerät für, das gibt es auch, ja. Die Esser heißt das dann. Oder man nimmt einfach manuell hier bei 3, vielleicht auch bei 4, es hängt ein bisschen von der Stimme ab, nimmt man ein bisschen Verstärkung raus und würde damit dann das S etwas weicher machen, etwas softer klingen lassen, nicht mehr ganz so scharf. Hängt also wie gesagt vom Sprecher ab und auch von der Region, wo ihr so herkommt. Die aus dem hohen Norden, die sprechen ein viel schärferes S und auch ein spitzeres S, ja, als wenn man jetzt aus dem
Ländle kommt zum Beispiel. Man kann den Equalizer aber auch für andere Dinge benutzen und das möchte ich vielleicht auch nochmal zeigen. Das wäre jetzt halt so ein bisschen spezielleres Thema, aber man kann das eben auch dafür benutzen. Man könnte so einen Kompressor auch frequenzspezifisch einstellen und programmieren, dass so ein Kompressor nur auf gewisse Frequenzen überhaupt arbeitet und auch nur eine Kompression auf gewisse Frequenzen anwendet, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte den Kompressor nur auf einen Hochtonbereich anwenden. Ja, also ich möchte nur meine hellen Töne komprimieren ab 1 kHz. Dann würde man den Kompressor per Side-Insert hier daran anschließen, an diesem Equalizer-Kanal, und würde sagen, der Kompressor arbeitet nur auf diese Frequenzen. Und diese Frequenzen hier, die werden um 12 dB abgeschwächt und laufen dann quasi gar nicht mehr durch den Kompressor, weil sie linear übertragen werden. Das führt also quasi jetzt zu einer Anhebung der tieferen Frequenzen, weil sie nicht komprimiert werden, wenn es lauter wird. Ja? Es gibt verschiedene Strategien, wie man in lauten Umgebungen zum Beispiel sowas macht, wenn man Sprache übertragen möchte. Ja? Da gibt es also verschiedene Strategien. Ich werde da gleich drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen über Übertragung reden, ja, aber nur hier, dass ihr dieses Prinzip versteht, was man eben auch machen kann, beziehungsweise das gleiche Prinzip kann man umdrehen. Ich kann sagen, ich möchte hier die Tiefen in den Kompressor laufen lassen und die Höhen möchte ich komplett rausnehmen. Ja, dann haben wir halt dieses umgekehrte Prinzip. Hier in der Mitte würde man jetzt vielleicht überlegen, ob man das ein bisschen ansloopt, dass man das nicht ganz so hart macht. Das ist aber im Grunde das Problem oder die Möglichkeiten, die man so einen Kompressor, die man diesen Equalizer hier nutzen kann. Es gibt auch verschiedene Ideen zu sagen, mache ich den Equalizer jetzt vor den Kompressor oder mache ich ihn danach? Das ist also auch wieder, ich sag mal, so eine Glaubensfrage. Da gibt es verschiedenste Ansätze, die sagen, das ist besser, kann ich nicht klar und eindeutig erklären oder eine Stellung zu beziehen. Für mich ist es so, dass der Kompressor hinter dem Equalizer kommt, weil ich den Kompressor per Sidechain-Insert eben auch ansteuern kann und deswegen musste natürlich davor sein. Okay, das ist also erstmal hier ein bisschen was, wie sieht das denn jetzt hier so in Hardware aus und jetzt gehen wir wieder ans Board. Gut, ich habe hier mal das Mikrofon gewechselt. Wir sind jetzt hier ganz normal auf dem Studio-Mikrofon, nicht mehr auf der Kamera. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was denn so ein Equalizer jetzt für so einen idealisierten Fall macht, wenn man zum Beispiel Musik aufnehmen möchte. Das hier, was wir sehen, das ist ein LF-Diagramm oder Pegelfrequenzdiagramm, logarithmisch abgetragen. Auf der einen Achse haben wir den Pegel in Dezibel, auf der anderen Achse die Frequenzgang und ein idealisiertes Mikrofon, was ganz teuer ist und theoretisch schon Messmikrofon ist, da wäre der Pegel, wenn wir so einen Frequenzsweep da durchschicken, so einen Ton, der immer höher wird, ja, der wäre quasi eine Linie, ganz gerade, wie mit dem Lineal gezogen hier. Und der würde quasi immer den gleichen Wert ausgeben. Aber so ein Mikrofon, das ist relativ selten. Das sind Messmikrofone, die haben hohes Eigenrauschen. Die sind jetzt unbedingt nicht für Sprachaufnahmen gemacht. Aber wenn man sehr viel Geld für ein Mikrofon ausgibt, dann schafft man es auch, Mikrofone zu kaufen, die quasi sehr nah an dieses Ideal rankommen. Und ich habe hier mal gesagt, 60 Dezibel ist der Pegel, den wir quasi hier reingeschickt haben, den das Mikrofon aufgezeichnet hat, beziehungsweise in dieses Diagramm übertragen wurde. Jetzt ist es leider so, dass die wahren Mikrofone und die günstigeren Mikrofone leider weit weg sind von dieser idealisierten Kurve. Und deswegen haben die eher so eine, ich sag mal, Berg- und Tal-Charakteristik. Ich male das mal ein. Ungefähr sieht das so aus. Also du hast da ein paar Dellen und ein paar Wellen drin in der Frequenzkurve. Und meistens hat man auch so einen rapiden Höhenabfall. Hängt ein bisschen ab von der Mikrofonbautechnik, aber oft hat man das sowas. Und das möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt haben, sondern wir möchten jetzt vielleicht Musik aufnehmen, ein Klavierstück aufnehmen, eine akustische Gitarre aufnehmen und der Produzent oder der das hinterher im Computer dann mischt und verarbeitet, der sagt, ich möchte eine ganz neutrale Aufnahme haben.
Und diese neutrale Aufnahme erreichen wir jetzt, indem wir quasi jetzt ein bisschen Sounding betreiben, allerdings Sounding in Richtung neutral. Das heißt, wir stellen den Equalizer quasi so ein, dass wir einen Korrekturwert erzeugen. Ja? Also wir stellen jetzt hier die einzelnen Frequenzbänder so ein im Equalizer, um nach Möglichkeit plus, minus, null herauszukommen auf dieser kleinen, dünnen 60-Dezibel-Linie. Jetzt ist das einfach so, man addiert quasi das zusammen. Ja? Plus und Minus ergibt dann null. Und im Idealfall kommen wir dann einer geraden Linie ziemlich nah. Wäre schön, wenn das immer so hundertprozentig klappen würde, geht aber nicht. Ich mal das hier nochmal ein. Und ich habe mal einfach mal testweise für den Equalizer es hier auch so gemacht, dass ich jetzt mal meine Stimme hier aufnehme. Und ich hoffe, sie klingt doch etwas deutlicher, etwas besser. Hören wir mal rein. In Summe, wie gesagt, sollte sich das dann plus minus null ergeben. Wie gesagt, es ist nicht ganz simpel. Da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Also wir weichen halt natürlich nach wie vor dann von der Idealform ab. Aber ich denke, man wird schon einen Unterschied hören, ob ich jetzt so hier rein spreche oder ob ich das wieder ausschalte, quasi diese Korrektur. Und jetzt haben wir halt wieder den Sound, den wir gerade auch hatten. Und im Idealfall halbwegs irgendwie so eine idealisierte, gute Linie dazu herauszukommen. Nun ist Musik aufnehmen oder Instrumente aufnehmen was anderes als Sprache aufzunehmen. Und wenn man jetzt so einen Radiosprecher-Sound haben möchte, dann muss man unten doch schon ein bisschen mehr Bums geben, dass so eine Stimme halt doch erheblich, wie soll ich das jetzt sagen, wärmer, dunkler, voller klingt und dem man einfach die Tiefen mehr anhebt, um zum Beispiel jetzt so diesen typischen, ich sag mal, YouTuber-Gronk-Style zu haben, wie der den früher hatte. Das war halt wirklich sehr massiv, wie der Bass-Boost da drin war. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so simulieren kann, wenn ich das für euch hier so in diesem Video aufnehme, weil ich das ja nur nachträglich hier reinfummel. Aber man merkt, das ist halt doch schon deutlich mehr, aber so alle Geräusche sind jetzt sehr unangenehm und deswegen sollte man die Störgeräusche, du hörst jedes Trittgeräusch, jedes Mausklappern, jedes Atmen, das muss halt raus, indem wir da halt so einen Low-Cut setzen, also so diesen Pferdeschwanz da hinten. Und das kann ich halt auch über diesen kleinen Schalter regeln und dann ist das zwar vom Ton nach wie vor ungefähr relativ voll, aber die ganz tiefen Störgeräusche sind halt so unter 100 Hertz sind halt weniger. Ja. Jetzt kann man noch ein bisschen die Mitten rausnehmen. Es gibt Leute, die hören, wenn die sprechen, sich sehr nasal an, so als ob sie mal einen Schnupfen haben. Das würde man halt noch rausnehmen, die Mitten, und man würde vielleicht die Höhen etwas reinhaken, um ein bisschen mehr Brillanz zu haben. Dann wird das halt auch noch mal ein bisschen klarer, ein bisschen schärfer von der Aufnahme. Was man halt auch manchmal kennt, das seht ihr, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist so ein De-Esser. Also wenn hier jetzt jemand sehr einen spitzen Stein redet und ziemlich scharf und metallisch spricht, ja, und so lispelt, dann solltet ihr da vielleicht überlegen, ob ihr das so boostet. Aber das muss halt euch gefallen, beziehungsweise es müsst ihr halt haben, wie ihr das idealerweise hören wollt. Das müsst ihr halt selber überlegen. Wie gesagt, Schall oder unser Hören, unser Ohr, funktioniert logarithmisch. Was der Logarithmus ist, das kennt ihr alles, hattet ihr mal in der 11. Klasse, ja. Da musste man sowas differenzieren und sowas. Oder man hatte vielleicht mit sowas mal zu tun gehabt, logarithmische Skalen. Warum braucht man das? Ganz einfach, ich mache das mal in Kurzfassung. Unserem Ohr ist das prinzipiell egal, einen Ton von 100 Hertz nach 200 Hertz zu verändern, entspricht einer Oktave. Das heißt, wir hören den Ton doppelt so hoch. Ja, 100 Hertz zu 200 Hertz ist eine Oktave, entspricht einer Frequenzverdoppelung, entspricht auch einer Tonhöhenverdoppelung. Das gleiche von 1000 nach 2000 Hertz ist auch nur eine Oktave, obwohl man, wenn man das jetzt in so einem Zahlenstrahl machen würde, kennt ihr, ne? Mal alle Zahlen von 1 bis 100 hin, dann wird das bis 100 gehen, aber wenn du bis 20.000 willst, musst du das Papier immer hinten rechts ankleben. Passt nicht so gut. Geht nicht so gut, deswegen logarithmische Abtragung, weil, wie gesagt, das ist das Gleiche wie das, obwohl hier, wie gesagt, nur 100 Hertz
zwischen liegen und hier liegen schon 1000 Hertz zwischen. Und zwischen 10.000 Hertz und 20.000 Hertz, das hören wir auch wieder nur als Tonhöhenverdoppelung, liegen schon 10 Kilohertz Frequenzbereich dazwischen. Ja, deswegen müsste man halt überlegen, sowas muss halt logarithmisch sein und damit können wir halt viel, viel, viel besser arbeiten. Billige Equalizer erzeugen oft ein Rauschen, also da muss man aufpassen, wenn man die zu hoch dreht, dass man halt ein Rauschen dazu bekommt. Das ist, wie gesagt, minderwertige Qualität dann eher, also achtet da auf was Gutes, kauft es euch gebraucht, aber nicht billig. Und ja, beim nächsten Video geht es dann weiter mit dem Thema Kompression, da malen wir wieder weiter und machen wieder Theorie und Praxis. Bis dahin!